Herzlich willkommen zu unserer Videotutorial-Serie. Heute geht es darum, ein kleines Programm zu entwickeln, welche erste einfache Bildoperationen auf einem Eingangsbild anwendet und das Ergebnisbild anzeigt. Diese ersten Operationen beziehen sich auf die Punktoperatoren, welche in der Vorlesung behandelt wurden. Helligkeit und Kontrast anpassen, Histogramm bilden, Binarisierung anhand eines bestimmten Schwellwerts. Die OpenCV bietet Implementierungen für die Bildoperationen, welche durch Recherche der OpenCV-Dokumentation und oder dem OpenCV C++ Cheat Sheet zu entnehmen sind. Nun kommen wir zu den Punktoperationen Kontrast und Helligkeit. Eine Helligkeitsveränderung wird durch Addition oder Subtraktion eines konstanten Wertes H auf jeden Grauwert erreicht. Die Differenzen zwischen den Grauwerten zweier Punkte bleibt dabei gleich. Eine Kontrastveränderung wird durch Multiplikation eines konstanten Wertes K mit dem Grauwert eines Punktes erreicht. Die Differenzen zwischen den Grauwerten zweier Punkte werden dadurch verändert, das Verhältnis aber bleibt gleich. Kommen wir nun zu dem Punkt Histogramme. Ein Histogramm visualisiert die Verteilung der Helligkeitswerte eines Bildes. Über eine Achse, die den Wertebereich der Farbwerte darstellt, sind als Balken die einzelnen Häufigkeiten des Vorkommens der Farbwerte aufgetragen. Je höher der Balken über einem Farbwert ist, desto häufiger kommt dieser Farbwert im Bild vor. Zum Beispiel kann man typische Fehler wie Unter- und Überbelichtung erkennen und diese durch entsprechende Belichtungskorrektur beheben. Da die Helligkeit und vor allem der Kontrastumfang des Bildes bei der späteren Bearbeitung und Verwertung eine große Rolle spielen, lohnt es sich beim Fotografieren auf die Histogrammanzeige zu achten. Kommen wir nun zu einem Binärbild. Ein Binärbild ist eine digitale Rastergrafik, deren Pixel nur die zwei Farben Schwarz und Weiß annehmen können. Jedes Pixel kann also mit einem Bit gespeichert werden. Die Codierung der Pixel erfolgt meist mit dem Wert 0 für Schwarz und 1 für Weiß. Der umgekehrte Fall existiert allerdings auch. Binärbilder finden ihre Anwendung vor allem in der Bildverarbeitung, wie für die Kantendetektion und die Mustererkennung. Die Binarisierung bezeichnet die Erzeugung eines Binärbilds aus einem Graustufen- oder einem Zwischenschritt zum Graustufenbild umgewandelten Farbbild. Eine einfache Binarisierungsmethode ist das Schwellwertverfahren. Je nachdem, ob der Grauwert eines Pixels über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt, wird er schwarz oder weiß. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Auf Wiedersehen!